Hallo und schönen guten Abend zu einem weiteren Horror-Livestream am Horror-Freitag oder Horror-Friday. Heute spielen wir Pineview Drive. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, Das war dumm von mir. Da lief noch im Hintergrund was anderes. Ach, Mann. Ich bin heute echt nicht guter Verfassung. Erstmal hallo an alle im Chat, die jetzt zuschauen. Ja. Ich würde noch kurz ein bisschen warten, bevor wir hier loslegen. Schreibt mal, wenn ihr schon da seid, wann es losgehen kann. Pineview Drive, auch hier, wie es gerade da steht, This Games Production, also sozusagen eine Art, also nicht storymäßig, sondern von, ja, vom gleichen Entwickler Studio wie Nightfall. Hi Looking Glass, hi Serge. Schön. Ja, und es spielt sich wohl alles innerhalb von mehreren, hi Donut, von mehreren Tagen ab, wohl 30 Tagen oder so. Geschichte ist ja das in diesem Landhaus. Kleines Ding, ich würde gern die Musik leiser machen. Geht nicht. Also ich kann hier kein, hi Emmy, ich kann hier keinen Ton einstellen, finde ich mega beschissen. Weiß ich nicht, was das soll. Also sagt mal bitte, ob ich laut genug bin, ob ihr mich hört. Das könnt ihr mich hören? Mit den Worten einer Band. Ja, sagt mal bitte, ob ich laut genug bin. Ich kann das nicht. Hi Pan. Ich kann es nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen, ob es laut genug ist oder nicht. Das müsst ihr mir bitte einfach mal kurz schreiben. Flup. Was ist denn hier los? Laut genug. Moin Stefan. Ja, dann ich gucke hier mal kurz noch was an anderer Stelle. So, jetzt hoffe ich, dass das Spiel hier stimmt. Ich gehe noch mal kurz, gehe noch mal kurz heraus, um zu checken, ob hier alles korrekt ist. Und dann kann es auch direkt weitergehen. Jetzt, was ist denn hier los? Sehr geil. Jetzt hat das Tablet hier wieder, ist wieder der Meinung, es müsste gar nichts machen. Fängt gut an heute Abend. Oh. Wisst ihr, wie nervig sowas ist? Wisst ihr eigentlich, wie nervig das ist? Wenn das nicht funktioniert. Hallo. Ja, ne, ja, eigentlich könnt ihr lauter aufdrehen, jedoch bringt das nicht immer was, denn an manchen Stellen ist einfach die Musik lauter als ich. Du bist todmüde. Alter, ne, das ist scheiße. Dann hoffe ich, dass ich es irgendwie auf die Ketten krieg und dich, ja, und euch bei Laune halte, wach halte. Jetzt ist mir hier gerade der Chat abgestürzt. Fängt mega gut an. Fängt mega gut an. So. Dass die YouTube-App genau das macht, was sie nie soll. Deswegen stelle ich jetzt erstmal kurz hierauf um, bevor hier. Hier klappt es jetzt mit dem Chat auch. Da kann ich euch wieder lesen. Kein Stress. Oh, Melon, das ist schön, dass du mir helfen kannst. Jetzt kann ich es wieder lesen. Ja. Ja, wie gesagt, altes Landhaus. Unsere Geliebte, unsere Frau ist weg. Vor 20 Jahren verschwunden. Und seit diesem schicksalhaften Tag hält es keiner länger als 30 Tage hier aus. Ja. Okay, Pan. Ja, ich bin nämlich auch etwas müde. Aber ich hoffe, ich kann mich selber wach halten. Notfalls muss das Zeug hier dafür herhalten. Und bevor ich euch jetzt noch weiter auf die Folter spanne, machen wir hier mal ein neues Spiel. Ich habe vorhin mal kurz angetestet. Das Spiel ist ein wenig merkwürdig. Also die F ist irgendwie. Wenn ich überlege, dass es von 2014 ist, läuft's etwas unrund. Hi Anthony! Dann läuft es etwas unrund. Also mal gucken, ob ich in die bessere App wieder reinkomme. Ah, jetzt läuft das auch. So. Pineview Drive. Ein altes, verlassenes Landhaus. 20 Jahre danach. Und es ist mega laut für meine Ohren. Machen wir die Lautstärke hier ein bisschen runter. Für mich.
Und hoffe, dass das hier klappt. Huch, es lädt. Wie gesagt, Ladebildschirme sind mir die liebsten. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Kamerafahrt des Todes. Ich habe keine Ahnung, was für eine Kamerafahrt. Tag 1. In gruseliger Schrift. So. Herzlich willkommen im malerischen Pineview Drive. Wie Sie sehen, wunderschöne Gargoyles, ein verschlossenes Tor und eine malerische Landschaft im Herbst. Was huscht hier so lang? Verschaffe dir Zugang zum Grundstück, finde dazu den Schlüssel zum Tor. Da liegt er. Ja, gut, das habe ich vorhin schon gesehen. Ich muss ja kurz mal hier, also... Ich war bereits hier. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Okay, Ich sollte hallo, zunächst einen Weg in das Haus finden. Okay. Gerpunscher oder Gerpunscher? Naja. Ja, Looking Glass, ich würde da auch nicht reingehen. Steuerung ist ein bisschen hakelig. Aber schön, dass du 30 Tage überlebt hast. Ja, das ist eben das Ding. Wenn ich sterbe, werde ich wahrscheinlich den Tag neu machen müssen, ne? Oder muss ich komplett neu anfangen? Ist das mit dem Mikro? Wartet mal. So, besser. Okay. Manchmal fragt man sich, was die Leute hier entwickeln. Hehe, Pobacken. Und die sehen Brüste. Jetzt, ab jetzt ist das Spiel nicht mehr jugendfrei. Komische Frösche. Ah, nur ein Tag, okay. Die Venus von Milo, ja. Wir brauchen... Ah, Schlüssel. Da habe ich schon mehr Schlüsselglück als bei Nightfall. Erster Jumpscare, die Tür schlägt in mich. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Alter, dein erster Hinweis, da oben hängt Diablo. Was ist denn das für ein Haus? Ach, Brüste sind FSK 12. Auch sehr langweilig. Okay, es fängt schon mit einer schönen Geräuschkulisse an. Und dem Diablo da oben. Das ist ja schon mal mega. Ich weiß doch genau, dass hier mit denen irgendwann irgendwas passiert. Komische Musik geht los. Was ist denn das für ein Eingang? Hier oben ist nicht mal eine Tür. Das ist doch die Jabe. Das ist ja... Angst vor der Tür. Vor dem Klingeln. Kann ich hier durchglitschen? Nee, das ist ein sehr starrer Teppich. Aber immerhin hat er eine Rückseite. Ah, Licht. Danke. Ja, in welcher Altersklasse meine Zuschauer sind, damit ich das wüsste. Ich habe Obscuritas noch nicht gespielt. Tür ist verschlossen. Was macht denn diese Geräusche? Aber es stand zur Auswahl. Genau. Beruhigende Musik und dann wird's etwas gruselig. Licht ist immer schön. Wie war's? Hier gibt's wieder einen Clown und eine verfickte... Entschuldigung, das Wort habe ich jetzt nicht gesagt. Eine etwas blöde, wie heißt das Teil? Vogelscheuche. Hi, Kevin! Schön, dass du auch wieder da bist. So, ja. Also, hier sind Türen. Und das Spiel läuft tatsächlich etwas... Es läuft etwas unflüssig, muss ich sagen. Was ich mir nicht erklären kann, aufgrund dessen, mit was ich hier eigentlich arbeite. So, also hier oben sind geschlossene Türen. Hier haben wir irgendwelche Art Lensflares. Gruseleffekte noch und nöcher. Und irgendwo... Ach, da ist ja doch noch eine Tür. Was ist das? Ich krieg schon Gänsehaut, ey. Ah, nee. Bleib mal schön an.
krieg jetzt schon Gänsehaut wegen dieser Knatschgeräusche. Geräusche. Oh. Ja, das ist echt hakelig. Ich raff das nie. Wir gehen hier auf 30 FPS runter. Das Spiel ist von 2014. Dass ich so viel Spaß habe, finde ich niedlich, denn für mich ist das wirklich... Alter, man sieht ja gar nichts. Oh, Freunde, es tut mir leid, dass es hier so duster ist. Es ist echt finster wie ein Bärenarsch. Ja, ich vermisse hier auch noch ein paar Leute. Die guckt mich da dann auch noch an, oder? Jetzt habe ich hier einen Schlüssel. Und die Tür kann ich öffnen. Und hier ist es schon wieder sehr dunkel. Also die Dunkelheit gefällt mir nicht. Ah, Licht. Danke. Ach, Türen, ja, schließen sich wieder. Ja, Alice, wie gesagt, vermisse ich auch noch. Ein weiterer Schlüssel. Okay, also Schränke öffnen ist hier nicht. Aber es gibt Türen. Oh. Naja, wir schauen mal weiter. Finde ich noch eine Taschenlampe. Da habe ich was ausgemacht. Hier sehe ich gar nichts. Also wenn jetzt hier irgendwas gekommen wäre, ich wäre einfach gestorben. Was haben die denn immer für dunkle Häuser? Wartet mal kurz, ich stelle mal hier die Helligkeit ein bisschen höher. Hat jetzt unheimlich viel gebracht. Nämlich gar nichts. Seht ihr was? Das ist doch für euch nur schwarz, oder? Ah, das finde ich ja ätzend. Warum macht man sowas? Warum macht man etwas so dunkel, dass ihr nichts sehen könnt? Das finde ich jetzt kacke. Ja, das sind die. Was zur Hölle war das? Ey, die Uhr, die bewegt sich ja in Echtzeit. Hat die sich gerade bewegt? Was zum Geier? Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Oh Gott, Freunde. Ja, entschuldigt bitte, dass ich den Stream vielleicht nicht so auf... Oh, Licht. Nicht ganz so aufmerksam verfolgen kann. Was ist das? Den Chat gerade nicht ganz so aufmerksam verfolgen kann. Ja, da war nichts. Ich werde schon wieder paranoid, genau. Die Geräusche, die haben auch nichts zu sagen. Ey, es ist ja... stockfinster hier. Alter. Guck mal, jetzt gucke ich mal hier wohin. Und ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Hört ihr das? Das? Nichts. Ich kann hier echt nichts erkennen. Ich mache hier nochmal kurz hell aus. Tut mir leid, aber ich will auch, dass ihr was sehen könnt. So, ihr könnt ja immer noch nichts sehen, oder? Ich versuche, die schon nie zu verpassen. Dadurch werde ich schlechter. Na schön. Ach, es gibt einen Hinweis. Ja, ich weiß, dass das Spiel merkt, wenn ich hier irgendwie zucke und alles. Oh, ich brauche zunächst eine Taschenlampe. Aber es gibt Batterien. Taschenlampe ist schon mal eine geile Sache. Kann ich hier ein bisschen Licht machen. Da sieht man vielleicht irgendwas. Nicht so wie jetzt gar nichts. Ja, aber Maus nicht verziehen. Ja, was heißt denn, ich werde dadurch schlechter? Jetzt habe ich Batterien gefunden, aber noch keine Taschenlampe.
Ich geh mal hoch. Hier ist es auch dunkel geworden. Wie ist es jetzt hier? Wer baut denn solche dunklen Häuser? Verschlossen. Hier ist nichts. Verschlossen. Okay. Ach, da ist der Lichtschalter. Toll, ich mache hier wieder. Okay. Du brauchst ja eine Taschenlampe. Ja, wo ist denn die Taschenlampe? Habe ich die schon verpasst? Okay, die Tür ist verschlossen. Der kriegt ja jedes Mal einen Schreck, wenn er die Tür öffnet. Check ich zwar nicht ganz, warum. Wahrscheinlich, weil hier ein Stuhl drin ist und ein Bett. Oh mein Gott, ein Bett. Tür ist verschlossen. Was ist das? Also das Spiel ist zu dunkel. Es ist wesentlich zu dunkel. Ich weiß nicht mal, was das hier sein soll. Also die Dunkelheit nervt mich schon ein bisschen. Hier knarzt es schon wieder. Ich renne hier schon wieder wie blöde rum und finde nichts. Alter! Knarzen macht mir mega Gänsehaut. Ja, das Spiel gibt Hinweise. Ja, das ist korrekt. Hört auf, ihr Viecher. Okay, jetzt wieder. Ah, die Uhr, die geht ja gnadenlos weiter. Hier waren wir drin. Hier sind wir rein. Hier ist verschlossen. Hier ist eine Batterie. Hier ist... Ach, schon wieder so eine Uhr. Die sah aus wie die bei Nightfall. Was ist denn da? Gar nichts. Ich sehe auch hier echt nichts. Ja, genau, Donut. Hm? Das geht mir hier auch so. Das Spiel ist mega finster. Da habt ihr euch auch was einfallen lassen für mich hier. Nochmal, Freunde, warum? Ah, Bücher, die aufgestapelt wurden. Kennen wir schon. Alter Hut. Das sage ich jetzt noch und gleich ist mir wieder Angst und Bange, ne? Hier ist zu. Wir haben ja nicht viele Optionen. Katze, hallo. Ach, was ist denn das? Noch ein Schlüssel. Okay, ich habe mal keinen Schreck gekriegt, nett. Hallo Madeline. Madeline? Madeline? Ich tut mir leid, wenn ich dich gerade falsch ausgesprochen habe.
Also ich sag mal so, ich sehe hier wirklich nichts. Na egal, wir gehen jetzt hier weiter. Das ist gar nicht die Tür. Wo ist denn jetzt die Tür? Das ist das hier hinten, oder? Das ist noch so. Na, guckst du mich dann anders an? Madeline, okay, Entschuldigung. Das ist so ein bisschen schwer mit den verschiedenen. Okay, die Tür haben wir geöffnet. Und auch hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ey, das ist der hellste Raum in dem Spiel. Mach die Tür zu. Die Tür kannst du... Danke. Streichhölzer. Ein Pott. Drachenlord? Check ich jetzt nicht. Wir haben hier eine neue Tür. Hier liegt aktuell ein Schlüssel. Okay. Also hier kann man ja sterben, richtig? Bleiben die Kerzen? Nee, das, also ja, mir würde das helfen, den Monitor heller zu machen, aber euch hilft's halt nicht. Ihr seht dann immer noch nichts. Bei euch ist es also genauso finster wie bisher. Und die Uhrzeit, die zieht einfach so vorbei. Ne, jetzt geht's. Jetzt macht die nix. Well. Achso, hier waren wir ja schon. Gehen wir wieder hoch. Kein Knarzen. Hört auf. Oh, ich hab Gänsehaut. Alter. Oh, dieses Geräusch. Ist mega ekelhaft. Oh, da geht's mir durch Knochen und Mark und alles und Wenn die Tür verschlossen ist, dann muss es eine von unten sein. Oder? Wartet mal, hier war da noch eine Tür drin in einem dieser Räume. Nee? Nee? Hä? Oh. Man kann die Lebensenergie verlieren, aber wie verliere ich denn die? Schlägt mich hier was oder ist das, weil ich Angst habe im Spiel? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das habe ich nämlich noch nicht gecheckt. Kann ich wieder nach draußen? Ich will wieder gehen. Nö, ich bleib drin. Halt die Schnauze. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Wir müssen mal hier rein. Vielleicht ist das ja für hier der Schlüssel. Oh, ich hasse Suchspiele. Ich finde nie was. Hier waren wir. Ach, und der Angstbalken, der ist wahrscheinlich, wenn ich hier Jumpscares sehe oder was. Und wenn ich mich dann verzucke. Ich muss mal kurz hier lesen, sorry. Also Rise of Insanity wäre heller gewesen. Bücher stehen hier immer noch. Hat sich keiner die Mühe gemacht, die aufzuräumen. Hier ist es immer noch stockfinster. Alter, dieses Rumgerenne. Ob ich kreischen kann? Ich kann sehr gut kreischen. Was ist das? Ach, da geht's wieder raus. Mann! Und dann war der Chat weg. Ja, noch gesungen. Wird wahrscheinlich auch noch später. Nein. Alter, Spiel! Gib mir einen Hinweis.
Hier habe ich keinen Schlüssel. Ah ja, ist klar. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die das nie haben. Also, dass da... Die ist verschlossen. Hier ist keine Tür. Ich würde gerne eine sehen. Aber ich sehe keine Tür. Hier waren wir bereits. Viermal. Hier waren wir auch bereits. Und er holte sein Handy raus und machte Licht. Alter. Wo ist diese fucking Taschenlampe? Habe ich oben eine Tür verpasst? 22, 20, was? Was zählt ihr denn? Was zählt ihr, Gott? Was zählt ihr? Freunde, was zählt ihr? Zählt ihr hier, wann es bei mir zur Eskalation kommt? Schnauze! Na, 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 na. Outlast ist mir echt zu fett. Deswegen habe ich das bisher nicht gespielt. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ich habe doch schon den Schlüssel gefunden im Feuer. Die Tür ist offen. Wir triggern nochmal diese Lampe hier. Dings. Spielfigur. Ach so, das Alter. Entschuldigung. Hallo, Koku. Oder Koku. Naja. Ich würde euch ja gerne mehr zeigen, aber so richtig läuft es hier gerade nicht. Die Tür ist verschlossen. Ich hab doch jetzt hier schon diesen Schlüssel. Wo muss denn der hin? Ach, da war noch eine Tür. Das ist das Problem, wenn man die Tür nicht sieht. Was ist denn das? Ein Sitzkissen? Oh, danke. Etwas wummert. Schön. Alles klar. Ja, noch ist es ruhig, dann eskaliert's. Mein Freund, die Taschenlampe. Da wird jetzt bestimmt gleich was kommen. Oh Gott. Okay. Ach, das habe ich hier vorhin gesehen. So, jetzt suchen wir uns wieder um. Schauen wir uns wieder um, meine ich. Und suchen uns blöd. Okay. Nee, wenn Lisa neben mir sitzt, die erschrickt noch mehr. Also ich krieg dann tatsächlich noch einen größeren Schreck. Dann gucken wir noch mal hier rein mit unserer Tita-Taschenlampe. Und den 30 FPS, die das Spiel hier zaubert. Also egal wie groß der Batterienstapel ist, es ist eine Batterie. Das ist natürlich ein bisschen schwach. Und wieder komische Menschen in Bildern. Und meine Anspannung ist immens. Stefan ist alt, ja. Brennen die Kerzen ab in dem Spiel? Okay, die Tür ist verschlossen. Triggern wir mal das nächste Objekt. Ja, genau. Ach, ein Brief? Mensch. Also, ich fasse kurz mal zusammen. Wir rennen hier durch, komische Geräusche, es werden Sachen getriggert, wir haben Streichhölzer, wir haben eine Taschenlampe und es gibt Briefe und Schlüssel. Das war dumm. Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Oh Gott. Ah, jetzt kommt Tag 2. Tag 2. Warte mal kurz bitte. So, jetzt habe ich hier Mist gebaut. So.
Wo ist denn hier der Chat schon wieder? Pokémon habe ich auf dem Handy-Emulator ge... Ja, war ich doch nicht gewesen gerade. Ach so, ich schlaf ja. Ach, und der macht dann immer die Lampen, die Dinger aus. Ach, das ist ja blöd. Aber jetzt ist es noch hell hier drin. Okay, bei Tageslicht ist dies ein helles Haus. Wir machen trotzdem überall die Lampen an. Jetzt können wir uns mal das Haus in seiner vollen Pracht angucken. Diese Türen, ey. Aber das Rumgeruckel nervt ein bisschen. Also, das nächste Mal. Also, ich, ja. Etwas anstrengende Musik. Ich weiß überhaupt nicht, warum der das Licht immer ausmacht, der Typ. Hallo. Ich bin der Simon. Ich wohne jetzt hier. Leso. Ihr schreibt zu viel, ich komme gar nicht hinterher, das zu lesen. Ich brauche hier einen Moderator. So, gucken wir mal weiter. Hier ist jetzt noch nichts passiert. Ich höre wieder was knarzen. Was ist denn das für ein Teppich? Wer legt denn so ein Teppich hin? Jeder Mensch würde den ausrichten, dass der hier schön an den Kanten so. Nein. Aber nein, wir legen diesen Teppich so. Also, es gibt eine Klaue und eine Taschenlampe. Hier tauchen Batterien auf. Batteriespawn. Ha, das ist kein Respawn, das ist ein Batteriespawn. Entschuldigung. Hab ich das Licht ausgemacht? Gibt's hier Licht? Hier gibt's Licht, bin ich doof? Lisa könnte moderieren. Ja, die spielt nur gerade selber. Ist es jetzt schon wieder dunkel? Was stimmt denn hier nicht mit euch? Was war denn das für ein Geräusch? Oh. Ey, und hier ist schon wieder Stockfenster. Hallo. Die guckt mich doch noch an, oder? Bestes Haus ever. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse das. Er ist verschlossen. Hallo Katze. Ich habe so eine perverse Erwartungshaltung. Die ist es. Die guckt mich irgendwann an. Sagt, dass ich recht habe. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich Batterien nachgeladen. Ja, ich krieg langsam Panik. Donut moderiert nie. Der macht mich nur fertig. Der will mich dissen. Okay. Wir sind also auf der Suche nach weiteren Schlüsseln. Das Klavier steht hier nicht umsonst, so vermute ich mal. Ducken kann man sich nicht. Meine Taschenlampe wird wieder ist dunkler gleich werden. Strom gibt's hier nicht. Ich weiß gar nicht, warum denn das Haus geht. Ja, das war zu, war ja klar. Okay. Hier war nichts mehr. Hier kann man nicht rein. War nix. Hör ich hier Dinge? Da lief doch gerade was. Danke, Pan.
Ich sehe es gerade. Yay! Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich bin so empfänglich für solche Spiele. Das ist echt, das ist überhaupt nicht geil. Hier mal die. Ey! Ey, das ist unfair! Wieso macht denn meine Kerzen aus? Okay, die Tür ist verschlossen, das heißt, wir müssen den Rest hier suchen. Jetzt müsst ihr mir kurz mal weiterhelfen. Warum wir. Ne, wir kamen ja von oben, ne? Da gab es ja nichts weiter außer den Kerzenleuchter. Alter! Das ist ja schon wieder finster. Oh. Oh. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Wo ist denn das Jagdzimmer? War das hier unten? Aber nett, dass das Spiel mir das sagt. Das find ich nett. Okay, Alter. Ist das das Jagdzimmer? Nee, oder? Mieze-Katze. Scheiße, wo ist das Jagdzimmer? Ja, die Synchronisation. Ist das hier drüber, oder? Das Jagdzimmer? Oder wartet. Das ist das Jagdzimmer. Oder? Ich gehe jetzt nochmal hoch in das Zimmer ganz hinten. Ich weiß nicht, wo das Jagdzimmer ist. Hier hat es mich ja gerade weggelockt. Das war auf jeden Fall nicht das Jagdzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist mein Taschenlampenzimmer. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist ver... Hä? Oh... Warte mal. Achso. Ja, wer von euch ist hier Stammabo? Das ist doch hier das Jagdzimmer, oder? Ach, da! Oh, ich bin blöd. Ich bin immer noch ganz klein. Looking Glass. Hier waren wir schon. Okay. Wir haben also gerade eben einen neuen Schlüssel bekommen. Hier läuft was. Alter. Ey, diese Erwartungshaltung. Ich erwarte die ganze Zeit irgendwas. Wenn der nächste Tag anbricht, dann... Wie spät ist denn das? Ja. Das war das Jagdzimmer. Wir gehen jetzt wieder hoch. Ich muss dann erstmal was... Ja, was bist du gemacht? Warum? Das ist wie bei Nightfall. Fickt euch! Entschuldigung, das habe ich nie gesagt. Oh, Scheiße. Hallo? Ah, noch eine Statue. Ja, danke. Ja, warum machst du immer mein Licht aus? Ich kenne ihn seit seiner Geburt.
Was? Hat er mich gerade angeguckt? Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich doch hier alle verarschen, ey. Fickt euch, ihr könnt mich mal. So, Tür verschlossen. Ich suche jetzt hier den nächsten Schlüssel. Beschränkt sich das nur auf das Haus hier? Oder beschränkt sich es auch aufs nächste? Kennen wir schon, kennen wir schon. Tür ist verschlossen. Deine Mutter ist dein Vater, was? Oh. Da schrecke ich mich vor Dingen, die sich gar nicht mehr bewegen. Okay, die ist noch verschlossen. Die ist offen. Hallo. Die ist verschlossen. Die ist offen. Die haben wir gerade geöffnet. Oh, Freunde, mir geht's. Hä? Wo führt denn das hin? Hallo? Ja, verrückt hier nur wieder irgendeine Scheiße. Ich habe mich auf kein Genre spezialisiert. Ich spiele tatsächlich das, was mir gefällt. Oh. Ein Brief. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Du hast gerade gesagt, guck mal hinter dir. Oh, mal kurz. Ich lese mal kurz hier weiter. Tag 3. Ich will mal kurz wissen, was ihr hier so im Chat habt. Ja, meine perverse Instagram-Werbung, die zieht aber an. Ich bin ein Einhorn. Oh Gott, Freunde, Freunde. Was? Ich muss jetzt einen Schluck trinken. Und für die Beruhigung. Alter. Hat sie sich nicht vorhin noch andersrum gedreht? Okay. Naja, das Ding ist folgendes. Ich streame ja hier in HD raus. Und das kann manchmal etwas schwierig sein. Die Tür ist zu, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Hier gehe ich rein, mach Lichter an. Alles gut, noch ist Tag. Okay, also wir haben ja einen Tag-Nacht-Zyklus sozusagen. Was war das neue Zimmer? Auch hier machen wir Licht an. Hallo, alter Mann, du nervst. Alter, ich krieg schon wieder Gänsehaut von dieser Musik. Wenn random jemand hinter mir stehen würde, dann wäre der in meiner Wohnung. Dann hätte ich echt ein Problem. Seid still, ihr Uhren! Jetzt ist es schon wieder dunkler geworden, oder? Habe ich das Gefühl. Wenn ich sie wieder in der Psst mache, dann pst ich gleich mal zurück, ey. Ja, für die Leute, die mich noch nie kennen, ich habe eine recht aggressive Art, mit sowas irgendwann umzugehen. Das heißt, ich werde ausfallen und laut. Schnauze! So wie jetzt. Ja, wir müssen nachladen. Die Batterien nachladen. Und wir begeben uns wieder auf Pixelsuche. Ja, danke, Anthony. Psst. Das ist echt mies hier. Das ist fies von euch. Hallo. Jetzt ist es schon wieder deutlich. Immer wieder muss ich das Licht neu anmachen. Kann der das Licht nicht über Nacht laufen lassen? Okay, also die Uhr bewegt sich schon wieder weiter. Echt krass, mit jedem Raum, den ich hier betrete. Ah, okay. Ich versuche mir das dann mal anzugucken. Licht? Danke. Hast du den Schlüssel nicht schon? Diese bescheuerten Taschenlampe immer. Im Dunkeln ist gut munkeln.
Ich tät viel lieber schunkeln. Diese Musik, ich mach die gleich noch leiser. Hallo? Schon wieder später. Das ist schön, dass das Spaß macht. Rise of Insanity, also nicht mehr heute. Das ist ja so, wir spielen das ja episodenweise. Wir spielen das Spiel, das Spiel, das Spiel. Hallo. Und Rise of Insanity steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Na, du guckst mich noch an. Ja, du siehst schon so aus, als würdest du mich noch angucken. Penner. Das steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Katze? Für später. Also, ich hatte überlegt, dass ich direkt nach dem Spiel spiele. Wenn ich hier mit allen meinen Horrorspielen durch bin, die ich kenne und die ich habe. Ja, pst. Anthony, hör auf! Dann, ist auch finster. Jetzt sind hier gerade Katzen angegangen. Okay. Dann, ey, diese Figuren! Dann kann ich vielleicht irgendwann mal Horror spielen. Immer noch verschlossen. Wenn die gerade was geglänzt? Nee. Nee, ausmachen. Noch 7 Tage? Nee, eigentlich kann man das nicht, weil ich spiele auch Point and Click, so überwiegend? Nö, das sind ja eigentlich bloß 3 Spiele. Also Nightfall, Observer und das andere, das hier gerade. Sonst, South Park ist ja kein Horrorspiel. Dann haben wir da noch... Okay. Genau, Säulen der Erde, PUBG. Dann Cat Quest, das ist auch ein Adventure-Spiel, ein kleines, niedliches. So, jetzt Spiel, gib mir bitte einen Hinweis. Jetzt bin ich hier überall lang gerannt, ich renne nicht raus. Ob ich Horrorfilme mag? Ich jetzt? Hat jemand dein Handy gesehen? Alter, was stimmt denn hier mit euch nicht? Die gucken mich doch immer an. Wartet mal kurz. Ich bin mal kurz hier. Ich will mal kurz Chat lesen. Entschuldigung. Ja, ich liebe Clowns. Also ich gucke Horrorfilme grundlegend. Ich finde die auch gar nicht so schlimm. Geht's wieder runter. Ich habe auch den... Ja, den neues. Ich habe es in beiden Filmen geguckt. In beiden Varianten. Den alten und den neuen. Schnauze! Was hat es wohl mit diesem Bild von der Baumallee in dem Bücherzimmer unten auf sich? Ja, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Halt die Schnauze, es hat Psst gemacht. Ja, welche Bücher? Jetzt stehen wir hier. Ja, zum Thema Deponia. Das ist von den gleichen, das ist auch von der da liegt. Freunde, wo ist meine Tür? Jetzt hat sie mich erschreckt. Jetzt hat sie mir Lebensenergie abgezogen. Habt ihr gesehen? Okay, also ich darf das auch nicht sehen, diese Jumpscares. Das ist ja doof.
Davon sterbe ich dann? Na, aber die muss ich doch sehen, sonst ist das Spiel doch nicht gruselig. Also, wisst ihr, wie ich es meine? Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Tür ich überhaupt aufgemacht habe. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Also ich finde das ein bisschen viel rumgerenne. Funzel aus. Nervt mich nie. Also ich darf diese Momente nicht sehen. Als Maulspiel. Hallo Licht. Hallo Taschenlampe. Eine Gitarre? Okay. Ich habe mit der Maus gezuckt. Da kommen noch ein paar. Och nö. Da liegt ein Schlüssel. Der ist es nicht. Taschenlampe, Dingsbums. Ey, ich bin jetzt schon wieder total fertig mit Nerven. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hier waren wir schon. Ich hab da gar nicht... Schnauze. Doch gar nicht so doll mit der Maus gezogen. Ah, wenn es mit der Maus zogen ist, dann mache ich jedes Mal, wenn ich was erwarte, nehme ich die Maus weg, die Hand weg. Ich darf nicht mit der Maus zucken. Hier war ja Licht schon an. Oh ja, ein Dachboden, ne? Und als nächstes kommt noch ein Keller. Ey, Omi! Oh Gott, ich hab Zeit. Maushand ist weg. Richte kurz aus. Maushand ist weg. Ein Zettel. Oh. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Oh. Alter. Tag 4. Der Spielstand wurde gespeichert. Weil wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann schaffen wir es bis auf Tag 8, ne? Tag 8. Ja, ne, das ist das nie umsonst. Achso, ja, Deponia. Das ist ja von Daedalic Entertainment und... Ach, alles klar! Die Anzeige füllt sich auf! Ja, ich dachte, die wäre jetzt immer noch auf plus 80%. Die Säulen der Erde ist auch von Daedalic Entertainment, also dem Entwickler von Deponia und anderen niedlichen kleinen Spielen. Wir gehen mal kurz hier lang und hier hoch. Und da gehen wir gleich mal die Tür hinten. Ach, jetzt sind wir hier. Krasser Scheiß. Ach, noch mehr Lichter. Alter, wie riesig das Haus ist. Oh, danke, Anthony. Das freut mich. Ach, Serge, es ist so schlimm. Kann ich dich echt nicht bei Laune halten? Oh, es tut mir leid. Komische Musik. Wartet mal kurz. Ach so. Na, dann habe ich es bestimmt schon einmal vergessen, Kevin. Gleich mal das Taschenlampenlicht wechseln. Okay, wir haben wieder was getriggert. Also die Uhrzeit, die sagt ja was an. Ja, Daedalic macht schöne Spiele auf jeden Fall. Säulen der Erde ist auch so ein geiles Spiel. Finde ich ziemlich schön. Also die Umsetzung ist so schön. Geschichte ist mega spannend. Was mache ich denn schon wieder Licht an, Manni? Die Geschichte ist mega interessant. Oh, schade, Serge. Aber es würde mich freuen, wenn du dann... Was? Das
ja immer das Licht ausmachen muss. Würde mich freuen, wenn du bald mal wieder reinschaust. Sagte er ganz uneigennützig. Voll die Vitrine hier für irgendeine Geige. Ja, wir laden nach. Okay. Finster wie im Bärenarsch. Schnauzespiel. Das wäre so krass, wenn sich die Statuen immer wieder bewegen würden. Einfach so, ne? Und jetzt kommt bald bestimmt wieder so ein mega geiler Hinweis, so. Was hat es wohl mit random irgendwas irgendwo auf sich? Hallo Licht. Alter, wie spät ist denn das schon wieder hier in dem Spiel? Ah, hier waren wir ja schon. Sollte ich jetzt zurückgehen? Ne, oben war ich da auch schon, oder? Ah, nee, ich war ganz oben. Genau, und ich muss aber jetzt noch hier eins höher. Nee, eins runter. Mann! Ich bin so verwirrt. Ich hab Gänsehaut, Alter. Oh, ich bin so froh, wenn dieses Spiel vorbei ist. Jetzt schon. So, wartet mal kurz, ich lese mal kurz. Ich lese mal ganz kurz. Okay. Ach, du willst wissen, was dann passiert. Alles klar. Aha, es hat geklingelt. Ja. Ich gehe ja schon. Da war was. Ich sehe es doch. Ich habe nicht gezuckt, aber es ist trotzdem passiert. Ich darf nicht hingucken. Ach, wenn es 5 Uhr ist. Hallo Denise. Danke für die Info. Ich will nicht rausgehen. Auch wenn das Spiel mir das sagt. Muss ich jetzt rausgehen? Ach, ich war noch nicht hier unten überall. Okay, die Tür geht wieder zu. Also es zieht mir auch Hitpoints ab, wenn ich nicht mit der Maus zucke. So viel wissen wir jetzt schon. Es ist schon wieder relativ spät. Oh, ich habe jetzt schon nicht. Oh, meine Fresse. Ich heiße Simon, für alle, die es nicht wissen. Das LP steht für Let's Play. Und Simonster wurde mir als Spitzname gegeben, weil. Ich weiß auch nicht warum, war jetzt nicht mein liebster Spitzname. Diese Tür ist verschlossen. Der Weg ist versperrt. Na, gucken wir hier nochmal hin. Ich darf mir also diese Jumpscares gar nicht so wirklich angucken. Warum mache ich denn nicht mal das Licht an? Anthony, hör auf! Ey, hör auf mit dem Psst! Ich habe noch keinen neuen Schlüssel gefunden. Das ist ein bisschen Mist gerade. Ich brauche aber den nächsten Schlüssel. Ich will jetzt nicht rausrennen. Warte mal kurz. Danke. Danke, Looking Glass. Genau daran habe ich gedacht. Ich war jetzt auch voll bei Herr der Ringe. Der Weg, ich lese kurz vor, der Weg ist versperrt. Er wird von jenen gehalten, die tot sind. Und die Toten halten ihn noch. Der Weg ist versperrt. Genau daran habe ich denken müssen. Genau daran habe ich denken müssen. Hallo, Mopskopf. Ja, genau. Du kommst nicht vorbei! Wie oft ich streame, nur ganz kurz, um das zu sagen, es gibt kurz, wartet mal, ich gebe euch mal ein bisschen mehr Bild. Ich streame, dienstags PUBG, mittwochs ist immer Podcast, donnerstags ist Rocket League, freitags Horrorfreitag, Samstag habe ich frei, Sonntag gibt's TTT, Trouble in Terrorist Town. Also, recht viel inzwischen sogar, weil ich irgendwann gemerkt habe, Alter, Stream macht voll Spaß. Und jede freie Zeit, die ich habe, streame ich inzwischen PUBG. Jetzt nochmal hier rein. Ach ja, genau. Das war ja das Zimmerchen hier. Wie spät ist denn das? Ist es schon um 5? 4 ist es erst. Ja, TTT macht mega Laune. Ja genau, Hashtag Horror Friday, danke. Genau so ist es gedacht. TTT ist so witzig. Was, naja. Looking Glass, was, naja.
Ich spiele das gerade so viel, weil ich besser werden will. Mit jedem Schritt schreitet das Spiel voran. Die Tür ist verschlossen. Also mit jedem meiner Schritte gefühlt, genau, geht die Uhr auch weiter. Leck mich doch. Spiel. Hallo. Es hat wieder geknarzt. Ich hasse dieses Knarzen. Dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich brauche einen Hinweis. Ich sehe es wieder nie. Ist immer noch zu. Warte mal kurz. Das Leben ist hart. Ja, es tut mir leid, Looking Glass. Oh Mann. Ey, hier passiert nichts. Ich halt wieder hoch. Schon ein bisschen nervig, dass mir die ganze Zeit rumrennt, bis das Spiel einem einen Hinweis gibt. Könnt ihr mir einen Hinweis geben? Alles klar. Das war entweder hier oder das andere. Was ist denn hier? Das sind Noten. Da hat er schon wieder Mimi gehabt. Oh Gott. Die Tür ist verschlossen. Hier gibt es nichts zu finden. Habe ich hier Funzel habe ich angemacht. Du hast einen Hinweis. Ist das der Hinweis, ne? Danke. Danke. Ach. Lag nicht dein Schlüssel vor der Haustür? Ach, ernsthaft? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, ganz toll. Muss ich wieder jede Tür durchsuchen. Aber ich habe eine Idee. Wir gehen mal hier hoch. Ah ne, da bin ich falsch. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht ist das ja die Tür hier oben. Für den nächsten Flügel. Hallo, ihr könnt mich alle mal, ihr Jumpscares. Fickt euch. Tür. Wieso ist denn hier das Licht aus? Wieso ist denn hier das Licht aus? Stellt sich das Spiel denn das vor? Echt mega duster. Ja. Ne. Okay, wir haben den nächsten Abschnitt erreicht und machen hiermit das Licht wieder aus. Hier knarzt es noch mehr. Alter, warum tue ich mir das an? Schlüssel, Batterien! Schnauze! Da haust du! Okay, hier ist zu. So, wartet mal kurz. Na, das ist ein bisschen anstrengend. Also mich nervt der Umstand, dass ich hier Schnauze spiele. Dass ich hier so ein bisschen rumrennen muss. Also ein bisschen mega viel rumrennen muss. Das nervt mich auch etwas. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Okay. Jetzt ist es wieder hell. Es ist halt, scheinbar ist das bei Viz Games so ein bisschen Tag 5. So ein bisschen gewünscht, dass man da so ein bisschen rumsucht. Ich habe noch einen Schlüssel. Sehe ich gerade. Drehen wir die mal. Ich bin gleich wieder da, es geht gleich weiter. Gehen wir hier hoch. Wir haben ja noch einen Schlüssel. Mal sehen, wo wir jetzt da hinkommen. Ich bin ja schon, es ist ja nicht so, dass ich nicht gewillt bin, dir das Ganze hier anzugucken und mir das auch zu durchsuchen, also hier zu finden, wo es lang geht, etc. pp. Jedoch macht es mir das Spiel nicht wirklich leicht. Also hier gibt es schon mal keine Tür. Na klar, gibt's hier eine Tür.
Streichhölzer gibt's. Immerhin, da haben wir wieder 9 Stück. Und eine neue Batterie. 4 Batterien. Können wir schon wieder bis 5 Batterien mitnehmen oder sowas. Zum Glück gibt's hier keinen pädophilen Drecksclown. Ich habe gelesen, hier gibt's einen Clown. Vielleicht ist der nicht pädophil, aber... ein Clown und eine Vogelscheuche. Das sind die Informationen, die ich habe. Ach, hier war zu. Wo ist denn hier ein Licht, das hier angehen kann? Hä? Ach, da. Hier wird es schon wieder finster. Aber es macht schon wieder Geräusche. Alter, die Türen. Was ist das für eine Kerze an der Stelle? Okay. Nachladen. Wir laden Batterien nach. Waren wir schon. Ach, die kann man... Die brennen ab. Oh, danke, Denise. Das wusste ich nicht. Ich mache hier Katzen über Katzen an. Es ist schon wieder mega dunkel. Was ist denn das für ein Tag, ey? Wie spät ist denn das schon wieder? Warte mal kurz. Das sind nur Abonnenten, die Cam sehen. Nee, das mache ich nicht. Nee. Ist eine witzige Idee, aber nee, nee. Soll mich ja nur abonnieren, wer mich wirklich abonnieren will. Ne? So einfach. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Gehen wieder auf Pixelsuche. Wo ist dein Schlüssel? Wir haben noch einen Schlüssel. Mann, ich habe vergessen, dass wir noch einen Schlüssel haben. Die ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Wir gehen runter und suchen mal... ob da der passende Schlüssel. Mach erstmal hier die Funzel an. Licht. Schnauze. Ist es auch nicht. Oh Gott. Donut! Du wirst echt gemein langsam. Voll Mitleid hier, brauche ich. Tür verschlossen. Tür schon die ganze Zeit offen mit komischer Beleuchtung. Tür auch die ganze Zeit offen. Tür auch die ganze Zeit offen. So, für welche Tür ist das jetzt der Schlüssel, den wir jetzt haben? Das ist immer so ein Nice-to-Know-Ding, ne? Hat hier wieder was Psst gemacht? Das ist ein bisschen nervig gerade. Hallo? Psst, ey, hilf mir mal! So, da war wieder Chat weg. Ey, wo muss ich denn hier lang? Oh. Ist gleich um 5? Nee, gerade um 3. Ey, Anthony, hör auf. Ärger mich nicht. Ich hab ein Schwert. Jetzt habe ich 2 Schlüssel. Oh, dieses Spiel. Also ich sag's euch gleich, es ist was anderes, ob ihr zuguckt oder ob ihr selber spielt. Ich habe den passenden Schlüssel nicht. Ich will das mal sehen, wie die... Ist das Beethoven hier? Okay. Wo ich mich hier festbagge. Ach, ich soll froh sein, dass ich den Schlüssel dafür noch nie habe. Na, herzlichen Dank auch.
Dann gehen wir woanders hin. Oh, Arsch auf Grundeis, Arsch auf Grundeis. Die Tür ist verschlossen, finde den passenden Schlüssel. Der Weg ist versperrt. Und hier gab es eine Tür. Ist für die Oma. Hallo Öhmchen. Ach du Scheiße. Nicht! Alter. Ja, klar. Was ist das für eine perverse Besenkammer? Kann ich nicht einfach bleiben? Oh Gott. Ah, Taschenlampen. Danke. War ja klar. Ne, war ja klar. Licht. Den Brief nehmen wir gleich. Ich habe bereits 10 Streichhölzer. Aber ich habe jetzt 5 Batterien. Die geht noch nicht zu. Auf. Oh, wir lesen das. Schnauze! Fick dich, ich lese es im Brief. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Ist kurz okay, Pan, aber danke. Kannst du mir nie mehr Pause geben, Spiel? Und nicht bloß, es gab ein leichtes Gewitter? Oh. Alter. Oh, Freunde, ich brauch jetzt Pause, ey. Der Spielstand wurde gespeichert. So, wir drehen wieder die Olle. Jetzt gibt's ein Gewitter. Ist ja nicht so, als wurde uns das gerade genau gesagt, dass es ein Gewitter gäbe. Ach, Donna, du bist schlimmer als ich, was so dein Optimismus angeht, ne? Licht. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Naja, wir müssen jetzt nochmal... wir sind jetzt bei Tag 5 oder Tag 6, oder? Ich bin gerade selber ein bisschen überfragt. Ich muss schon wieder meine Taschenlampe wechseln. Also, wir haben heute Probleme mit dem Strom. Geht das hier auch nur los? Oh, Layers of Fear. Ja, das habe ich sogar, das Spiel. Das habe ich sogar, aber das erschien mir zu abgedroschen. Fick dich! Das erschien mir zu abgedroschen, also nicht abgedroschen von der Story oder irgendwas her. Ja, ja, danke. Sehen wir hier noch ein bisschen rum, du Spiel. Sondern aufgrund der Tatsache, dass das ja auch schon ziemlich verbraucht ist, ne? Okay. Was ist denn jetzt hier los? Ja, dann schicken die irgendwelche Russen zu mir, ist klar. Und die machen dann, ey, boom, auf die Fresse. Okay. Was stimmt hier gerade nicht? Wartet mal kurz bitte. Ich muss hier kurz noch was machen. Ja, na klar. Lachende Kinder. Stehe ich am Mega drauf. Also hier ist irgendwas. Wir triggern hier permanent was. Hier sind Geister und... Gläubige. Draußen vielleicht. Ich will nicht rausgehen. Wenn jemand weiß, was ich machen muss, ich will nicht rausgehen. Ach, dort!
Hört das im Hintergrund? Ich muss nach draußen. Och nee. Es gewittert. Warum muss ich denn nach draußen? Zum Mädchen. Ja, super. Ja, nur ist es schon wieder. Alter, wieso ist denn hier schon wieder Nacht? Oh. Oh. Fick dich, Spiel. Brunnen, ja, wie vertrauensselig. Komm, gibt's Batterien? Ein Batterienbrunnen. Schlüssel, Tatsache. Ich will da rein. Mega. Er ist bezaubernd, ich? Ey. Am besten nicht umdrehen. Ich drehe mich auch nicht. Ich drehe mich nicht um. Ich gehe einfach weiter. Alter, der hat ganz schön Schiss, der Typ. Hier sind Fliegenpilze, habt ihr gesehen? Die Tür! Oh. Alter. Ja, genau, da war was. Hm? Dreh dich mal um. Schöne Idee. So, jetzt müssen wir hier wieder irgendwo hin. Ach so, wenn das da unten war, dann wird... Och, diese Geräuschkulisse. Dann könnte das passen, dass das auch die... Und der Schlüssel für die Tür hier unten ist. Oh Gott. Ist es schon mal. Neben mir wurde ja vorhin gesagt, das sei gruselig. Ey, ich verbrenne hier gerade irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Nee. Also ich muss ja jetzt eine Tür aufschließen. Entschuldigung. Hier waren wir. Ja. Auch hier waren wir. Auch hier waren wir. Ist das oben? Du kannst das beschwören, eh bitte nie. Hallo, Tür. Oh. Also es gibt die Standardeffekte, von denen er quasi dann zu, vernichtet werden kann, sterben kann. Jetzt ist die Frage, ob es noch andere Effekte gibt. Das weiß ich jetzt aber, kann ich nicht einschätzen, ne? Das ist schon ein bisschen krass, wenn man hier rumrennt. So, dann... Ja, da haben wir gar keine andere Option, oder? Als hier hochzugehen, dann gleich wieder. Hier waren ja noch ein paar Türen. Ich habe jetzt da unten keine gefunden, die ich noch öffnen konnte. Oder bin ich vorbeigerannt? Bin ich etwa vorbeigerannt? Hallo? Licht? Ja, klar. Ach, scheiße. Hier war noch eine andere Tür. Wir gucken uns erstmal die an. Das war die hier. Hallo. Die ist verschlossen. Oh Gott. Ich brauche echt gleich eine Pause. Wir spielen ja eine Stunde 20 Minuten. Das Spiel macht mich gerade fertiger. Also, das mag für viele jetzt hier ein bisschen alles ein bisschen lahm und öl wirken, aber... Das Spiel macht mich tatsächlich irgendwie fertig. Was ist denn das für ein Durchgangsschlafzimmer? Meine Car. Du hast bereits 5 Ersatzbatterien, dann laden wir mal nach. Ja, es ist schön, dass ich nicht alleine bin. Naja, viel passiert ist nicht. Das Problem ist nicht das, was passiert. Ich erkläre es ganz kurz. Das Problem ist nicht, ob was passiert oder nicht. Das Problem bei mir ist, dass ich durch die Geräuschkulisse und alles so extrem in diesem Spiel drin bin. Also ich habe immer wieder... Ja, viel größer als Nightfall auf jeden Fall. Ich habe immer wieder die Befürchtung, dass gleich was kommt.
Ja, und diese komische Musik, die hilft natürlich zu meinem Wohlbefinden ungemein. Pferd! Frau! Strom! Ausfall! Das Gute ist, das ist ja hier... Findest du nicht? Also, ich find's fürs selber Spielen schon, aber das liegt doch daran, wie gesagt, mit den Kopfhörern und allem. Die Immersion ist einfach eine andere und ich bin für sowas auch tatsächlich sehr empfänglich. Wobei, wie gesagt, den neuen S-Film, den habe ich gut durchgestanden. Also, da war ich noch einer der Mutigeren im Kino, das natürlich auch sein kann, dass ich einfach nur mit Mimis im Kino war, ne? Hallo! Licht. Wer beleuchtet denn so ein Haus so suboptimal? Oh. Haben wir schon geöffnet. Was mich halt nervt, ist, dass ich hätte gerne eine Karte. Welche Türen habe ich hier noch nicht geöffnet, ne? Das wäre mal mega. Merkt bei Geräuschen, ne? Der hat die Schwerter weggeräumt. Kann ich mir das nie mitnehmen? So ein schönes, großes Schwert. Dann gibt's aufs Maul. Muss ich hier gerade ein bisschen selbst beruhigen. Habe ich es gerade nicht wieder ausgemacht? Ja, habe ich. Was ist denn das für eine Beleuchtung, Alter? Wurde mir nicht gerade gesagt, sei froh, dass du den... Warum? Warum müssen es immer Clowns sein? Oh, fick dich. Echt jetzt. Spiel. Hä? Willst du meine Handpuppe sein, du Scheißvieh? Halsmaul! Spiel, Halsmaul! Wie oft muss ich denn da jetzt drücken? Jetzt waren wir hier drin. Aber wir haben hier nichts gemacht. Jetzt ist um 5. Ich würde dem Clown am liebsten eine knallen. Was? Jetzt ist es um 5. Wir haben den Clown gedrückt. Hä? Ich habe aber keinen neuen Schlüssel. Das heißt, ich komme in dem Raum nicht weiter. Das ist jetzt verwirrend. Ja, sie können... Du, das Ding ist, bei sowas habe ich ja dann wieder keine Angst. Ich träume zwar manchmal ziemlich einen Mist, aber davor habe ich dann keinen Schiss. Aber sowas hier, das nimmt mich schon irgendwie ein bisschen mehr mit. So. Ich brauche mal kurz Hilfe. Was mache ich jetzt mit dem Clown? Das dauert mir zu lang. Ich habe dem jetzt 8-mal auf die Nase gedrückt, beziehungsweise auf seine Tröte. Die guckt auch, als hätte sie einen Geist gesehen. Oh. Freunde, ich brauche Hilfe, bitte. Achso. Ich weiß gerade nicht, wo ich weitergehen soll. Weitermachen soll. Ist doch jetzt um 5. Achso, irgendwo ist jetzt wieder ein Zettel. Hm, naja, klar. Hallo. Dieses Zettelgesuche, also... Ich verstehe nicht, warum das Prinzip von denen geworden ist. Hi. Suchen wir jetzt halt irgendwo überall nach einem Zettel. Diese Taschenlampen. Wer hat denn solche Taschenlampen? Schnauze! Gehst du mal hier rein. Ey, Arschloch!
Ich hasse Clowns in Spielen. Clowns und Puppen. Ja, ja. Tschüssi, leckt mich doch alle. Nee, geh jetzt halt hoch. Und Zettel. Zettel, Zettel, nee. Hallo, Diablo. Warum hängt hier Diablo über der Tür, ey? Hallo. Zettel. Punzel nachladen. Blöm hat's vorhin gemacht. Kein Zettel. Ja, mach mal eine Roomtour. Es ist wirklich... Er bringt... Ich Merch? Meinst du, das will einer haben? Ich kann mir das nicht vorstellen. So wie ich mir gerade einmache, oder wie? Also ich hatte es jetzt nicht vor, ne? Ey, das wären ja auch immer mehr Räume. Wo soll denn dann hier ein Zettel liegen? Oh, das ist ja mega anstrengend. Ich bezweifle allen Ernstes, dass das jemand will. Aber vielleicht. Muss ja irgendwas was sein, was damit zu mir passt. Weil den Zettel hier hatten wir ja schon. Aber hier war ja das Durchgangszimmer. Ich meine, wenn sie wenigstens Prinzip gäbe, nachdem die Zettel auftauchen, ne? Oh. Das finde ich gerade etwas nervig. Zugegeben, das finde ich etwas nervig. Ich wusste nicht, dass das wieder das gleiche Spielprinzip ist hier von wegen Suche und Finde. Licht anlassen. Ah ne, warte mal. Licht anmachen. Oh, jetzt suche ich hier wieder jeden Raum. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Okay. Dann tu das, Kevin. Hä? Bis gleich. Nee, Anthony, es kam kein Geräusch. Oh, Zettel suchen nervt. Das Problem ist halt, das nimmt auch aus dem Spiel das komplette... Schnauze! Das komplette Tempo. Also ich meine, klar, ich habe hier immer noch eine relativ hohe Anspannung und alles. Ja, das mag sein. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Wo ist denn hier ein Zettel? Ist hier ein Zettel? Nein. Ist hier ein Zettel? Nein. Wie spät ist das? Es ist um 6. Ja, nee, ich denke auch für Merch, da müsste ich eher... Da fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Also auch das Know-how. Vor allem, was wollen die Leute, ne? Was will man sehen? Was will man kaufen? Das ist ja eh eine non-kommerzielle Geschichte hier. Ich fange jetzt an zu schießen, ey. Oh, wo ist denn dieser Zettel? Das sind jetzt die Momente, in denen man eigentlich zusammenschneiden würde, wenn das ein Let's Play wäre. Wäre dies allerdings ein Let's Play, würde ich es nicht spielen. Denn ich tue mir sowas echt nur im Livestream an. Hey, was ist denn hier falsch? In das Zimmer gehen wir gleich nochmal. Hey, was ist denn hier los? Habe ich es jetzt übersehen, mal ganz ehrlich? Danke, Anthony. So, jetzt... Jetzt ist bei mir wirklich... Die Tür ist verschlossen. In der Tür haben wir schon geguckt. Mann, wo ist denn dieser verkackte Zettel jetzt?
Hier kamen die her, aus meinem Mund. It was a mouth fart. Sagt mir jetzt einer, dass draußen Zettel liegen? Hey, Clownsfresse. Hä? Oh! Ja, ja. Ob ich euch was gestehen will? Nö. Gott nicht. Ich will doch nur einen Zettel. Das ist echt frustrierend. Ist hier gerade was geflogen? Habe ich es richtig gesehen? Ja, ich bin immer gut darin, den Mund der Synchron einfach dazu zu bewegen. Die Tür ist verschlossen. Finde den Schlüssel. Find erstmal einen Brief. Ach so, nee. Haben wir in dem Format noch schon. Ist das hier wie bei Nightfall, dass es pro Raum bloß einen Brief gibt? Oh. Jetzt kommt andere Musik. Ob ich lieber Adolf? Was? Wieso Adolf? Wieso denn jetzt Adolf, bitte? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Wie kommst du auf Adolf? Ich wollte noch in einen Raum gehen, den habe ich gerade verpasst, merke ich. Er war da hinten irgendwo. War das nicht hier der Raum? Nee, dann war es der Raum. Genau, hier wollte ich hin. Oh, ey, Spiel. Ich resigniere gleich. Nicht, weil ich mir so einmache, sondern weil ich gerade nicht weiß, wo es weitergeht. Kann mir hier irgendeiner helfen? Wir rennen hier seit 10 Minuten sinnlos durch die Gegend. Tür nach draußen gehen oder was? Kann mal kurz jemand schauen? Ich glaube, es ist hier Tag 6 oder sowas. Wie das jetzt hier weiterginge, theoretisch. Das wäre ganz nett, wenn das einer von euch mal machen könnte. Damit wir hier auch mal ein bisschen Progress machen. Ich meine, so viel... Ja, die Hinweiszeit ist wahrscheinlich schon vorbei, ne? Hier ist wieder Clownsfresse. Auf den habe ich gerade keinen Bock. Gehen wir nochmal hoch. Ich gucke jetzt vor die Tür. Nö, 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 ich geh wieder rein. Hier waren wir doch überall schon viermal. Was soll denn das? Hier sind Vögel. Bei der Schaukel war ich schon. Brunnen, sagst du. Wer soll denn darauf kommen? Nicht der Brunnen. Wie war das? Umdrehen soll ich mich nicht? Ja, pst. Hm, ist klar. Also den Schlüssel haben wir ja schon. Ich suche ja jetzt wieder einen Brief. Also ich habe keinen Schlüssel mehr. Es ist ja schon so spät, ne? Ich bin wieder auf der Suche nach einem Brief. Was ist denn da hinten los? Okay. Tür ist verschlossen. Ich nehme die Axt mit. Hack die Sache ab mit der Axt.
Ja, ich kann das verstehen. Wer kommt auf die Idee, dass das cool sei? Mal ganz ehrlich. Ist doch nicht cool, dass ich hier immer alles durchwühlen muss. Och, Freunde, das finde ich jetzt doof. Ich war in jedem verkackten Raum. Ja, das müsste Tag 6 sein. Der nach dem Gewitter. Und es ist 18 Uhr. Ich komme hier nicht weiter. Tut mir leid. Wir waren beim Clown. Das ist der Tag, wo ich den Clown kennenlerne. Kennenlerne, ja? Ich sagte kennenlerne. Oh. Hm, Obscuritas? Ja, was? Guckst du nochmal in den Zimmern nach? Ich meine, klar, so kriegst du... Ja, beim Clown war ich jetzt zweimal. Donald, weißt du, zweimal. Das kann doch jetzt nicht mehr sein. Es wäre krass, wenn sich die Bilder ändern würden. Das wäre geil. Ja, ja. Du nervst. Das nächste Mal bereite ich mich drauf vor. Zumindest ein bisschen. Hinter dem Clown. Nee, da haben wir... Nee, da ging nichts. Was? Spookies House of Jumpscares? Ja, genau. Das klingt genauso wie ein Spiel, was ich will. Da bin ich ja nur am Schreien, ey. Alter. Vertrau mir. So, Gerbhunscher oder Gerbhunscher, kannst du mir irgendwie weiterhelfen gerade? Ich renne hier sinnlos durch die Zeit und Welt. Ey, beim nächsten Mal bereite ich mich drauf vor. Da drucke ich mir was aus für den... Ja, wisst ihr, was wir beim nächsten Mal machen? Ich hole mir für den Fall der Fälle... Aber an der Schaukel, da waren wir doch gerade. Lag da ein Schlüssel oder ein Brief? Ne, ich kann es mir mal angucken. Schreib's mal bitte in die Kommentare drunter, Anthony. Dann später. Damit ich mir das nochmal angucken kann, das habe ich nämlich sonst vergessen. Pan bei Tag 6. Schnauze! Was ist denn hier an der Wand? Es hat zweimal Psst gemacht. Was sind das hier für Flecken an der Wand? Ja, nee, ich mach das auch so. Ich lege mir das beiseite, dass ich im Zweifel gucken kann, damit wir uns hier nicht zu Tode langweilen. Das ist ja Quatsch, ey. Entschuldigung. Ja, du hast das Psst gemacht, ey. Ich gehe nochmal raus zur Schaukel. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Das Pferd ist sehr begehrt. Na, 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 na. Ich will nicht raus aus meinem Haus. Also jetzt bin ich beim Brunnen. Da ist nichts. Jetzt kommen wir an die Schaukel. Die bewegt sich immer noch. Können wir das Backen so halten? Aber hier ist nichts. Hier ist rein gar nichts. Das ist doch unnütz, mal ganz ehrlich. Das ist frustrierend. Da haben sie das bei Nightfall besser gelöst. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich das 30 Tage lang machen muss. Oh, fick doch die Henne.
Wer denkt, dass das cool sei, stundenlang so zu suchen? Ich muss echt einen Schlüssel übersehen haben. Oh, aber ich habe doch schon den Clown, die Clownstür geöffnet. Schnauzespiel. Hier, der Schweinetrog, auch nichts drin. Na, dann geh mal zurück. Oh. Das ist ganz schön anstrengend alles. Also in Kombination strengt mich das gerade sehr an. Also in Kombination mit dem hohen Frustlevel. Hallo. Oh, wir gehen das jetzt nochmal in Ruhe an. Wir waren in jedem Raum. Ach, scheiße. Okay, die kam beim Clown am gleichen Tag. Schnauzertür. Dann durchsuchen wir jetzt nochmal jeden Raum nach einem Schlüssel. Das ist der Clownsraum. Hier geht's zum Clown. Genau, zu diesem Assi. Es gab auch keinen Hinweis mehr. Das ist halt das Merkwürdige. Es gab keinen einzigen Hinweis mehr auf irgendwas. Und ich brauche einen Schlüssel. Oh, mal ganz tief durchatmen hier. Ich werde auch langsam müde, weil das Spiel echt gerade nichts will von mir. Hier ist kein Schlüssel. Auch nix. Ich drehe schon seit Stunden nur so meine Runden. Es trammelt die Mutter, es dröhnen meine Ohren. Ich finde keinen Parkplatz. Ich komme zu dir, zu spät zu dir, mein Schatz. Ja, so fühle ich mich auch. Zu. Offen. Och Mann. Okay. Wo der Schaukel den Schlüssel, den hatte ich. Den haben wir gefunden und das ist der, der zur Clownstür führt. Hallo. So, und dann haben wir bei den Clown und haben dort 8-mal auf die Nase gedrückt. Danke, Pan. Hallo, Katze. Boah, das ist echt mega nervig. Also, ich will hier keine schlechte Stimmung verbreiten, ne? Nicht in meinem eigenen Stream. Aber das ist echt nervig. Ich verbrauche all meine Batterien. Ich habe noch eine Batterie. Ich renne hier nur durch die Gegend. Achso, ich könnte ja auch was Licht anmachen, aber das bringt ja eh nichts. Ist ja eh immer noch finster in deren Arsch. Ja, zum Frust eine Runde PUBG. Ne, wir ziehen das jetzt hier schon noch bis zur angekündigten 10 Uhr durch. Draußen auf dem Tisch? Wo draußen? Pan, wo draußen? Das ist mal interaktiv hier, Freunde, ne? Da brauche ich noch Hilfe, weil ich zu blöd bin. Es dröhnt in meinen Ohren. Irgendwo in der Schaukel. Na, dann gehen wir halt nochmal raus. Hallo. Ich bin's wieder. Hab die Funzel noch. Da hat was geraschelt. Ich hab nur noch eine verkackte Taschenlampe, Alter. Also. Taschenlampe, ich meine eine Batterie. Wenn das die Pan wäre, die man kennt, dann wäre ich hier höchst geehrt. Spiel, Alter, nerv mich jetzt nicht mit irgendwelchen Effekten. Ich finde ja gerade nicht mal diesen scheiß Tisch. Oh, fick dich. Wo ist denn jetzt hier der Schlüssel? Hi, Hunter. Weiter nach hinten. Schon wieder nicht, weil meine Funzel schon wieder leer ist. Oh, hier geht's auch noch hin. Die bewegt sich! Guten Abend, Michael. Oh Gott, die bewegt sich. Wir drehen hier schon seit Stunden unsere schissenen Runden. Ja, ja, Schnauze.
Hackholz. Bin ich vorbeigelaufen? Hallo Arsch. Hallo Frau. Bin ich jetzt schon vorbeigelaufen, oder? Oh Scheiße, Alter. Ich fühle mich mega unwohl gerade. Bin vorbeigelaufen, oder? Ja, das habe ich auch gelesen. Den kann ich aber noch nicht spielen. In der Nähe von der Schubkarre. Oh, fuck, da bin ich ja schon vorbeigerannt. So, hier ist wieder der Anfang. Ne? Wir gehen nochmal dahin. Hier liegen mehrere Schubkarren. Wer mag mich? Die Türkische euch auf jeden Fall. Die steht auf mich, glaube ich. Oh, ich sehe aber auch nichts. Was ist denn hier falsch? Meine Güte. Alter, ich bin so mega angespannt. Ich hab nicht Alexa gesagt, ich hab Alter gesagt. Du blödes Tablet, sei still. Ich bin so nie gespannt. Das Ding macht mich ja alle gerade, sorry. Na? Jetzt ist der Tisch nie da. Oh, dieses Spiel macht mich gerade fertig. Wir suchen hier wieder einen Schlüssel. Hier ist aber keiner. Hier muss irgendwo ein Tisch sein. Bei irgendeiner Schubkarre. Ich finde hier gar nichts. Okay. Danke, Pan. Oh. Ja, stimmt, ich sollte die Alte fragen, wo der Schlüssel liegt. Alter! Danke. Ich muss zur Vogelscheuche? Die mich an? So, ja, jetzt bin ich bei der Vogelscheuche. Hinten. Och, Alter. Oh, wer soll denn darauf kommen, dass hier der Schlüssel liegt? Wer soll denn verdammt nochmal darauf kommen? Also ernsthaft, Spiel. Das ist doch bekloppt. Alter, wo renne ich denn schon wieder dagegen? Hier war vorne eine Tür, ja, das hatte ich gesehen. Die Tür, die Batterien hatte ich schon. Die habe ich schon geholt. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Alter. Nee, ach, du musst dich nicht entschuldigen. Alles gut, alles gut. Oh Gott, ich bin so mega angespannt und irgendwie auch frustriert. Hör auf zu rascheln, du Spiel! Aber seine Mimi-Anzeige regeneriert sich ein bisschen, ne? Hallo? Glauben wir hier unten? Ja, dass Alice nicht da ist, wundert mich. Das finde ich ein bisschen schade. Hi Clown. Ich weiß ja nicht, wie dein erstes Mal war, meins war, da war ich nicht angespannt und frustriert. So, die Tür geht nicht auf. Falscher Schlüssel.
Oh, echt. Also wenn das so weitergeht, dann ist das hier jetzt für heute erstmal die letzte Runde, Freunde. Nee, ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Hier ist jede Tür verschlossen. Muss ich hoch? Naja, hat ja nicht jeder Zeit für einen Stream. Ist zwar schade, dass er nicht da ist, aber... Also nein, Pan, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Leider nicht. Die großen Let's Player auch noch Let's Plays von anderen gucken? Wir haben eine interessante Information, ne? So, wir suchen ja weiter nach Türen. Die war doch noch zu. Nee, war sie nicht. Nee. Ich gehe jetzt hier nach oben. Hi, Suri! Dich hatte ich bei Nightfall vermisst. Jetzt bist du bei Pineview Drive mit dabei. Das mich hier gerade fertig macht, aber nicht, weil es so... Also, auch, weil es ein bisschen heftig ist an manchen Stellen, zumindest für mich. Ich gehe jetzt hier hin. Alter. Muss ich ja nicht entschuldigen. Ich gehe jetzt hier lang. Guck mal. Die nächste Tür sagt... So, hallo. Hier lang. Hier war nichts drin. Hier. Ihr wollt mich doch alle foppen hier. Ernsthaft? Jetzt sehe ich diesen Schlüssel dort? Nee, Quatsch. Alles gut, Suri. Ich muss was trinken. Es tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Oh Gott, ich dehydriere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alice ist auch noch nie da. Also, beziehungsweise Alice. Alisa, nicht Alice, Alisa. So, wieder runter. Tschüssikowski spielt. Gehen wir zum Clown. Jetzt haben wir ja noch einen Schlüssel gefunden. Ja, das werden wir gleich sehen, ob der beim scheiß Drecksclown ist, ey. Suri, hier ist ein Clown. Hier ist gesprenkelt, das an der Wand. Aber langsam weiß ich, wo ich hin muss, ne? Hallo. Wenn der auf mich zugerannt kommt, dann raste ich aus. Guck mal, Clown Suri. Das hat wirklich an Nerven. Ein Brief und Batterien und ach, fickt euch doch, ein Fernseher. Hier bleibe ich. Im Fernsehzimmer. Gucci ist viel zu straight. Was ist denn hier los? Was? Okay, woher kommt das, sei ein Mann? Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Hier läuft wer? Aus Mulan, okay. Fernbedienung mache ich dann. Tag 7 der Quälerei. Oh. Ey, wisst ihr was? Das ist für heute der Tag, je nachdem. Wir drücken wieder. Ja, noch 23 Tage. Das Gefühl habe ich auch. Oh. Es ist Tag hell. Die ganze Spielerei beginnt von vorne. Wir gehen erstmal runter. Achso, warte mal, wir haben noch einen Schlüssel gekriegt. Vielleicht ist der für ihr gedacht. Nee, ist er nicht. Gibt's hier noch Batterien? Batterien! Ich brauch Batterien! Hi Maurice! Ey, Werbung? Schweinerei! So, jetzt bräuchte ich einen Mod. Alisa, du bist ja da. Wir haben dich vermisst. Ei, Clown. Der springt mir bestimmt irgendwann ins Gesicht.
Jetzt gucken wir uns mal das Zimmerchen hier an. Hier ist nämlich auch noch eine Tür. So, erstmal. Kann man die Fernbedienung nutzen? Tatsache, das geht ja an. Ach, schade. Oh, das ist schade. Aha. Kommt hier bald eine Alte aus dem Fernseher? Lass mal on. Und dann? Muss ich mir das angucken? Ach, lass mal immer an. Okay, na dann lass mal an. So, Maurice, ich find's nicht nett, dass du hier auf meinem Channel Werbung für deinen Channel machst. Edgar mitgeguckt? Achso, die Geschwister, ja, bestimmt. War hier ein Telefon? Wo war denn das Telefon hier? Der kriegt ja schon Schiss, weil das Telefon klingelt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oh, mein Telefon, oh mein Gott. Schlimmer wäre es, wenn es jetzt hier plötzlich so eine Geräusche... So eine Geräusche gibt. So. Hier war doch ein Telefon, oder? Ja, aber rangehen ist nie. Na, ist klar. Der hat ganz schön Mimi gerade hier. Mach's mal wieder überall Licht an. Was ist denn das? Bin voll verdreht gerade. Der ist ein mega angespannter Freund. Ich auch. Maurice, du kannst gerne alle haben, die hier gucken, wenn ich dann fertig bin, ne? Ja, genau. Das große Geschwisterkind, das alle anderen verdirbt. Mit solchen krassen Filmen. Was? Jetzt kommen die Geräusche wieder. Die waren eine Zeit lang nicht wirklich da, ne? Alter, das ist schon wieder finster hier in der Butze. Das ist doch nervig. Ich? Ob ich gleichzeitig auf... Twitche auch gerade aktuell. Es ist auch schon wieder später. Guck mal, wir gucken jetzt mal kurz die Uhr an. Die macht ja hier gerade was. Die schreitet voran. So, und gleich geht's wieder. Dong, dong, dong. Hä, auf der Uhr steht Wiss. Ahaha, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja witzig. So, und gleich. Zack. Blim, blom, alles klar. Die Uhr dreht sich also weiter bis zu einer gewissen Uhrzeit. Katze, macht nix. Ey, was ist denn das für ein Haus? Jetzt geht die gleiche Scheiße wieder los. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwas. Ja, hier klingeln Telefone. Ich gehe jetzt ran. Ich gehe jetzt ans Telefon. Scheiß doch, was da kommt. Ja? Okay, das Ding wird hier oben lauter. Hallo? Klingelt's hier? Hier ist ja gar kein Telefon drin. Hä? Klingelt's denn hier? Was klingelt hier hinten? Ist hier ein Telefon drin? Oder ist das hier drunter? Ey, was will denn das Spiel jetzt von mir? Hier ist kein Telefon. Hä? Das Spiel verarscht mich da hier gerade. Der muss ja unten sein. So wie der klingelt. Ich gehe jetzt nochmal zum Telefon. Muss hier unten sein.
Na, hier ist ein Telefon. Sag ich doch. Ja. Ich gehe ran. Hä? Jetzt klingt es woanders. Hier ist ja gar kein Telefon. Das Spiel mich da echt. Oh. Jetzt ist es um 5. Oh. Ja, ich bin dem Telefonklinge nachgelaufen. Oh Mann. Was? Hä? Okay, wir haben einen Schlüssel. Als würde Gronkh wegen mir Abonnenten verlieren. Ey, Suri, spielst du jetzt selber? So, wir haben einen neuen Schlüssel. Wo führt dieser Schlüssel hin? Also ich sag's jetzt gleich, für heute wird das der letzte Tag gewesen sein, erstmal. Und fürs nächste Mal bereite ich mich besser vor. Fürs nächste Mal bereite ich mich so vor, dass wir hier eine Komplettlösung liegen haben. Für den Fall der Fälle. Ich gehe jetzt mal hinter zum Clownsgesicht. Auch? Sorry, du auch was? Letzter Tag, oder? Hier waren wir schon. Fernseher läuft noch. Habe ich das gerade? Ne, jetzt war der Knopf im Fernseher. Scheiße. Oh, da geht's lang. Ja, dann muss ich mir halt so. Naja, dann. Irgendwie wird's schon gehen. Okay. Was ist das für ein Raum? Ach, toll, ein Batterieraum. Was ist das jetzt? Halt die Schnauze. Boah, ich hasse dieses Psst. Okay, ich hatte noch einen Schlüssel. Ja. Oh Gott. Hat noch jemand Bock auf PUBG danach? Also. 20 Jahre ist das her. Keiner hält es hier länger als 30 Tage aus, aber da liegt ein Hummer. Da liegt ein verschissener Hummer. Und ein Quietschentchen. Ich will das Quietschentchen. Ja, ist ja gut, Spiel. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Kein PUBG, okay. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Tag 8. Ach. Nee, ich will ja keine Komplettlösung in dem Sinne machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz schön fertig gerade. Seid ihr mir sehr böse, wenn wir das für heute erstmal beenden? Also wie gesagt, ich will keine Komplettlösung, ich will einfach bloß, vielleicht irgendwas, dass ich nicht mehr so rumwühle, weil letzten Endes wird das für alle irgendwie langweilig. Danke, Donut. Ja, ich finde es bisher auch nicht so. Also, ich glaube, Rise of Insanity wäre krasser gewesen, aber wir bringen das trotzdem noch zu Ende. Vielleicht wird es ja noch heftiger. Ich sag erstmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Respekt für euer Durchhaltevermögen, weil wir ja doch ganz schön rumrennen bei dem Spiel. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und ich hoffe, ihr seid einfach beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil vorhin die Frage kam. Jetzt kriege ich eine WhatsApp. Okay, Luisa, es tut mir leid. Wir müssen nächste Woche weitermachen. Aber Luisa, ich lege dir ans Herz und allen anderen auch, die es nicht gesehen haben. Schön, Gerb Wunscher, danke, dass du wiederkommst, das freut mich. Und allen, die es nicht gesehen haben. Wie, du bist dann böse. Ey, Alisa, nicht böse sein. Ich kann ja nichts dafür, dass du nicht, dass du keine Zeit hast früher. Ich hoffe, wir sehen uns echt nächste Woche wieder. Für alle, die es nicht gesehen haben, bis dahin, schaut euch Nightfall an. Da gibt es dann gerade im zweiten Teil ein paar ordentliche Jumpscares, wo ich mir ordentlich einmache. Und Alisa, du kannst ja gleich den Anfang sehen vom Spiel. Du hast ja schließlich eine Stunde und 40 Minuten verpasst oder so. Ja, und gesungen habe ich auch ein bisschen, genau. Also, es tut mir leid, dass es heute nicht länger geht als die 2 Stunden, die wir jetzt gemacht haben. 2 Stunden ist aber auch eine Zeit. Ich muss... Bitte? Jetzt platzen hier Lampen! Jetzt wird's aber richtig dunkel. Krass. Mal kurz, ich muss mal lesen. Ewig rumgelaufen, okay. Danke. Je angespannter ich bin, desto mehr singe ich. So, und ich will euch jetzt nicht noch weiter hier im Chat aufhalten. Guckt was anderes, habt noch ein bisschen Spaß. Und Japan, es wird jeden Freitag Horror-Livestreams geben bei mir. Denn Freitag ist der Horror-Friday. Und wenn dieses Spiel durch ist, machen wir als nächstes Rise of Insanity. Das habe ich mir schon gesagt. Das steht fest auf jeden Fall. Ja, Alisa, ich hoffe, das funktioniert auch. YouTube verarbeitet noch ein bisschen wahrscheinlich im Hintergrund. Alles klar. So, und jetzt macht woanders weiter. Habt noch einen schönen Abend. Ja, du musst. Auf jeden Fall, Alisa, du musst. Habt noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich riesig für alle, die heute Abend meinen Channel abonniert haben. Und ich hoffe, ihr seid dann echt beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke und ciao. Es war sehr schön mit euch.